Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Endlich hat Purish einen Adventskalender rausgebracht, oder? Es wurde aber auch echt mal Zeit. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen so ein bisschen hineinzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch auch schon das volle Unboxing dazu abgedreht. Das geht aber erst in exakt einer Woche online, denn Purish hat darum gebeten, dass wir halt nicht den kompletten Adventskalender spoilern, weil es halt der erste ist. Drei Mädels mit, also neben mir, also mit mir, also vier Mädels haben von Purish den Adventskalender zugeschickt bekommen. Das ist die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Plays, die liebe Kati vom Kanal Contra Junkie, ich bin aufgeregt, ihr merkt das, und die liebe Jenny vom Kanal Jenny's Highlights und ich. Und wir dürfen heute alle sechs Türchen spoilern. Drei haben wir gemeinsam und drei haben wir uns selber so rausgesucht und haben da auch jeweils unsere Geschichte zu, entweder zu dem Produkt oder zu dem Kläppchen an sich. Und ja, Fakten. 119,90 € kostet der Adventskalender und er hat einen Warenwert von 370 €. Ihr findet den Link dazu in der Infobox und weil er ja schon sehr krass wert-preis-leistungsmäßig unterschiedlich ist, gibt es keinen separaten Code. Ihr würdet aber uns super krass unterstützen, wenn ihr eben über unseren Link bestellt. Dadurch ja, bekommen wir halt Provision. Das ist ja eine Affiliate-Geschichte mit Purish, ne? Und ja, das wäre halt ziemlich cool und ihr werdet halt direkt zum Adventskalender geleitet. Also schaut in der Infobox vorbei. Ich habe euch den Link einfach mal reingesetzt und ich weiß nicht, wie schnell der Adventskalender ausverkauft sein wird. Im Laufe der Woche werden wir alle vier auch auf Instagram das ein oder andere Produkt präsentieren. Also folgt auch super gerne meinen Kolleginnen auf den jeweiligen Kanälen, sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram, um da einfach ein bisschen mehr Spoiler zu bekommen. Also wir haben hier so krasse Produkte drin, Leute. Ich habe eben, wie gesagt, das komplette Unboxing gedreht. Der Wahnsinn, es lohnt sich wirklich. Es ist für jeden was mit dabei. Wir haben Pflege mit dabei, Haarpflege, Körperpflege, Gesichtspflege. Wir haben aber auch dekorative Kosmetik mit am Start. Und das sind wirklich gute Produkte hier drin. Also vertraut mir da, es ist wirklich so. Es kommt in dieser wunderschönen Hutschachtel eigentlich daher, die ja auch super wiederverwendbar ist. Zum Beispiel für Kinderspielzeug. Ne? Julius steht total drauf zur Zeit, diese ganzen Kisten umzuschmeißen und auszuräumen. Einräumen ist noch nicht so sein Ding, aber ich glaube, das ist wirklich dann seine. Ne? Vor allem ist die einfach wunderschön. Das kannst du auch nicht anders sagen. Hier oben drauf steht Purish. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal die sechs Produkte, die hier auf meinem Tisch stehen. Und dann seht ihr auch, was da so in etwa drin ist. Es ist wirklich ein guter Mix, ich kann es nicht anders sagen. Also, wir haben uns alle ausgesucht die Nummer 1, denn es ist immer sehr, sehr wichtig, was der Adventskalender oder was die Firma so nimmt, um quasi zu starten. Achso, übrigens kommt alles auch in solchen wunderschönen einzeln eingepackten Päckchen daher, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ich habe sie jetzt ja alle schon ausgepackt. Ne? Und naja, also die 1. Sehr, sehr wichtig, weil ja, man halt auch irgendwie so einen Start in die Weihnachtszeit hat. Ne? Das ist auch irgendwie so, damit präsentiert sich der Adventskalender erstmal schon ganz gut. Und da ist etwas drin von Transparent Lab. Das Barrier Restoring Hydrating Cream Produkt, da haben wir Hyaluronsäure drin, ein ACE-Komponent, Komplex und so weiter und so fort. Ceramide, 50 ml. Also das ist eine Full Size, die wir hier drin finden. Ne? Und das ist wirklich auch eine Gesichtscreme, die für alle verschiedenen Hauttypen auch geeignet ist. Und das finde ich auch immer sehr wichtig. Wenn du so einen bunten Mix in deinen Adventskalender packst, dann solltest du als Firma auch darauf achten, dass jeder, der den Adventskalender auspackt, ihn auch mit Freude auspackt. Und das kann halt einfach jeder verwenden. Weil Feuchtigkeit braucht jeder. Ganz egal, welcher Hauttyp halt so am Start ist. Und ich habe mir auch gedacht, in diesem Video kann ich euch die Produkte auch etwas intensiver zeigen, ne? Weil ich habe ja auch ein bisschen mehr Zeit. Ne? Und ja, das ist halt eine Tube. Und Transparent Lab hat sich auf die Fahne geschrieben, dass die halt sehr transparent mit den Inhaltsstoffen umgehen und deswegen stehen die auch immer sehr präsent auf den sonst sehr schlichten Tuben drauf oder Produkten generell. Die haben ja auch eine große Range. Ihr könnt natürlich auch auf die anderen Produkte, die dort im Shop verfügbar sind, auf viele, viele Marken mit Claudis Welt 15% sparen, falls ihr euch nicht nur den Adventskalender halt organisieren möchtet. So, also hier haben wir dann einmal die Creme drin enthalten und ja, also ich kann euch einfach nur sagen, dass der Adventskalender auch definitiv meiner Linie treu bleibt und
sich auch an meine maximal 3 aus einer Gruppe, sag ich mal, hält. Und ja, hier haben wir dann einmal die Konsistenz. Also es ist wirklich super abwechslungsreich, was hier im Adventskalender drin ist, ne? Sehr, sehr angenehm sieht das Ganze aus und ich trage mir das hier mal auf der Hand auf. Und es ist halt einfach eine ganz normale Creme, ne? Die könnte ich mir als Tagescreme vorstellen, als Nachtcreme. Ist unparfümiert und meine Hand fühlt sich gerade auch sehr gepflegt dadurch. Kann man nicht anders sagen. Ich habe wirklich sehr problematische Handrücken, ne? Ich habe da sehr viele Narben und so weiter drauf. Da sieht man die Geister der Vergangenheit immer mal wieder. Aber die zieht auch schön weg. Und wenn ich jetzt auch viel weiter reibe, kommen da jetzt auch keine Würstchen oder sonst irgendwas. Das ist auch immer ganz gut zu wissen. Also die ist gut eingezogen. Das ist schön. Also eine solide Gesichtscreme ganz einfach, ne? Finde ich gut. Und ich weiß noch nicht genau, wie sie dann in meinem Gesicht funktionieren wird, aber ich habe sie jetzt ja hier. Die wird verwendet. Dann haben wir uns überlegt, dass wir alle gemeinsam auch das Kläppchen Nummer 6 zeigen möchten. Denn 6 ist Nikolaus. Und Nikolaus muss schon irgendwie ein bisschen was Besonderes sein, ne? Ich persönlich muss sagen, ich hätte mir vielleicht ein noch besondereres Produkt gewünscht. Dennoch ist es ein gutes Produkt, weil es sind 2 Produkte und das ist schon mal positiv. Zuallererst haben wir hier drin von NYX das Real Prodigious Ohr. Also es ist das Schimmeröl davon mit 10 Millilitern, ne? Und das kannst du dir halt super schön so als Strumpfhosenersatz, wenn vielleicht noch ein paar warme Tage da sind, auf die Beine geben. Oder hier so im Dekolleté-Bereich, ne? Dass die Schlüsselbeine halt auch so schön hervorkommen. Es sieht immer ganz nice aus. Auf die Schultern, das sieht schön aus. Oder auch generell auf die Haare, im Gesicht angeblich auch. Und auch das können wir uns mal anschauen. Das ist jetzt hier in einer rauskommen Geschichte, es ist ja Glas, ne? Ich gebe mir das hier ein bisschen auf meinen Handrücken, schaut so aus und dann ist es halt ein Öl, ne? Ja. Und dann verteile ich das mal, dann seht ihr auch diesen Glow, was natürlich richtig schön ist, ne? Und klar, die Glitzerpigmente sind vorhanden, aber sie sind nicht so extrem sichtbar, wenn man nah dran geht, was ich ganz gut finde. Ich kann mir auch vorstellen, das so ein bisschen auch in den Haaren zu haben, aber auch da wirklich, wirklich wenig. Da brauchst du nicht viel von. Und ja, dann scheint das Ganze halt echt schön. Mag ich gerne leiden. Doch, das ist eine gute Sache, ne? Und das hat auch einen leichten Duft mit dabei. Aber nicht so super intensiv. Es gibt ja auch noch die Floral-Variante, die dann nochmal ein bisschen intensiver riecht. Ihr bekommt die verschiedene NYX-Produkte auch tatsächlich dort bei Purish im Online-Shop. Und als zweites Produkt ist noch ein Gutschein mit drin enthalten. Und das ist ein 5-Euro-Gutschein bei Purish. Und bei Purish kannst du dann ab 15 Euro 5 Euro Rabatt bekommen. Ich finde, dass der Mindestbestellwert, der hiervon dann quasi angesetzt wurde, super niedrig ist. Das ist halt ein Code, den ich euch natürlich nicht nenne. Und was ich halt auch richtig geil finde, die haben hier auch auf dieses Kärtchen mit drauf geschrieben, dass die 1 Euro pro verkauften Adventskalender spenden. Und das geht an Visions for Children. Und da muss ich mich auch nochmal informieren, was der Verein dann tatsächlich auch so macht. Das Kläppchen, was ich mir selber ausgesucht habe, ist einfach blind gewesen. Die Nummer 8. Denn die muss doch immer machen, dass es kracht, weil Sammy der Geburtstag hat, weil sich das reimt und weil ich das irgendwie cool finde. Und hier haben wir ein Produkt drin enthalten, wo ich mich echt drauf freue, das zu verwenden. Ich habe schon öfters in den Händen gehalten und jetzt habe ich mir gedacht, okay, Purish hat es im Adventskalender drin, dann wird es auch ausgetestet. Von Paula's Choice ist es nämlich dieses mega bekannte Exfoliate, 2% BHA Liquid Exfoliant. Mit Salicylsäure, 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten und ja, Salicylsäure ist halt super gegen Unreinheiten und ich kann mir das einfach gut vorstellen. Und ich freue mich auch ehrlich gesagt drauf, jetzt ab Oktober auch wieder richtig schön in das chemische Peeling-Game einzusteigen und da meine Haut mal so richtig wieder auf Vordermann zu bringen und alles, was nicht reingehört, rauszumachen und Falten zu glätten und so weiter. Und da freue ich mir einfach einen kleinen Keks. Ist es, wie es ist. Ich habe euch hier mal zum Beispiel von Dalton auch ein Video gemacht, als ich da auch ein bisschen was über die Peelings erzählt habe. Ich persönlich gehe da halt super vorsichtig dran, weil ich habe jetzt seit bald 2 Jahren, also seit, ja, anderthalb Jahren definitiv, kein chemisches Peeling mehr verwendet, weil in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht. Und dann war halt der Sommer und da hat man auch keine chemischen Peelings mehr so verwendet. Und das heißt, ich gehe da ganz, ganz vorsichtig mit um und werde das dann auch erst abwaschen, ne? Also ich werde das auch wirklich erstmal wie ein chemisches Peeling verwenden und dann nach und nach rantasten. Und irgendwann kann ich das dann auch wirklich als normal, ne, Geschichte auf dem Gesicht belassen. Aber ich bin da halt super vorsichtig am Anfang halt auch mit. Ich weiß nicht, ob ihr noch heute den Adventskalender von Dalton bekommt. Da müsste Pre-Sale Claudi auch noch gültig mit drauf sein. Schaut auf jeden Fall super gerne mal vorbei. Auf jeden Fall, heute habe ich jetzt dann in der Nummer 8 das krachende BHA Exfoliate mit drin. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Das wird ausprobiert. So, dann
Welche habe ich mir die selber ausgesucht? Ich glaube schon. Ja, das müsste die 12 sein, ne? Die Halbzeit, oder? Ja, das ist die 12. Genau. Und zwar ist das hier von Revolution. Revolution gibt es ja auch dort im Online-Shop zu kaufen. Fortunately Flushed ist es der Super Dewy Liquid Blush. Und das ist eine Full Size. Also hier haben wir auch dekorative Kosmetik am Start. Und das ist wirklich sehr, sehr ausgewogen in diesem Adventskalender drin. Das ist wirklich, wirklich cool, was da an Produkten drin ist. Teilweise auch Sachen, die ich so noch gar nicht hier hatte. Da kommen wir gleich in der 24 auch zu. Und teilweise Produkte, die ich einfach von Herzen liebe, ne? Und hier haben wir ein Produkt, wo ich mich eben auch schon gefragt habe, ist das ein Highlighter und Blush? Also quasi ein Blushleiter oder ist das wirklich ein super heller Blush? Das müssen wir uns mal angucken. Kann ich hier swatchen? Oh, sehr, sehr festes Produkt. Ist wirklich auch super hell. Ne? Ihr seht das ja auch gerade. Sehr, sehr hell. Das schauen wir mal. Hat der Schimmer mit drin? Nee. So im ersten Moment würde ich nicht sagen. Ist wirklich sehr, sehr hell, ne? Ich bin ja super hell vom Hautton her. Da hätten sie vielleicht eine etwas dunklere Farbe reinpacken können. Jo, kann man vielleicht aber auch verwenden, um dunkle Augenschatten unter den Augen wegzumachen. Das habe ich auch schon mal gehört, dass es ganz gut dafür funktionieren könnte. Also dann halt quasi zweckentfremden. Aber wenn das halt nur als Blush ist, muss ich sagen, ist er mir persönlich sogar ein bisschen zu hell. Das aus meinem Munde. Nun, okay, ja, das wäre dann die Halbzeit gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, als nächstes Produkt möchte ich gerne das vorstellen, was uns in die Weihnachtswoche einführt. Also das Kläppchen Nummer 18, was ich ja auch quasi dann hier habe. Und da waren zwei Produkte drin. Und zwar von zwei Firmen, die einfach auch miteinander verwandt sind. Da haben wir einmal Essence und wir haben Catrice. Und die haben jeweils ein Lippenprodukt reingepackt, aber es sind unterschiedliche Lippengruppen. Hier haben wir einen Lippenstift von Essence. Das ist der Long Lasting in der Farbe 08 Passionate. Und da habe ich mich extrem über die Farbe gefreut, weil hier haben wir ein richtig schönes Weihnachtsrot. Und ich hatte jetzt bis vor kurzem auch immer einen Lippenstift von Chanel, den ich verwendet habe. Und den habe ich jetzt aber leider aufgebraucht und ich habe wirklich verzweifelt nach einer Farbe gesucht, die einfach auch so gut matcht. Und ich glaube, dass ich mit diesem hier die perfekte Farbe gefunden habe. Ich habe mir den eben auch mal so drauf gemacht. Einfach so drüber. Und der ist nicht super matt, aber auch nicht so shiny, ne? Ich finde den super. Also für meine Zwecke ist der perfekt geeignet. Perfekt. wo swatch ich den denn jetzt hin? Mache ich hier so, ne? Der ist sehr, sehr deckend und der soll halt auch langanhaltend sein. Das wird natürlich bei mir auf Herz und Nieren geprüft. Also wirklich eine klasse Farbe, die halt auch wirklich gut in einen Adventskalender passt. Mag ich gerne und freue mich drüber, dass es im Adventskalender ist. Und wir finden halt auch super viele Limited Editions von Essence und von Catrice auf der Homepage von Purish, ne? Dann habe ich hier von Catrice den Volumizing Lip Booster in einer wunderschönen Farbe. Und das ist nämlich die Farbe 110 Movin The Berry. Moving the Berry, ja, also du bewegst die Beere quasi. Ein ganz toller Alltagston. Also das finde ich richtig, richtig schön. Und ich mag auch diese Volumizing-Dinger, die plumpen so ein bisschen mit Menthol. Mag ich schon ganz gerne leiden, ne? Swatche ich mal hier hin. Der ist halt einfach ein Gloss. Also, ne, der lässt halt natürlich noch so ein bisschen die Haut durchscheinen. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr ansprechend, ne? Das ist so My Lips But Better in a Gloss. Mag ich gerne leiden. Also das fand ich toll. Und auch vor allem, dass sie hier tatsächlich in dem Adventskalender nicht 24 Produkte drin haben, sondern 27. Also viele Produkte, viele Kläppchen sind auch doppelt befüllt. Und zwei davon haben wir jetzt auch schon gesehen. So, und als letztes Produkt, das, was ich euch jetzt hier vorstelle, haben wir etwas, was ich noch gar nicht hier hatte. Und da war ich erst so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich liebe Linda Harburg und ich habe da auch von LH Cosmetics schon die ein oder andere Palette und diese hier hat mir auch noch ein bisschen gefehlt. Die hatte ich noch gar nicht da. Wir haben hier die Daybreak Palette drin. Die ist einfach kühl und richtig cool. Also Linda Harburg hat so eine krass gute Qualität in den Lidschatten drin oder generell in den Produkten, ne? Und ja, hier haben wir einfach mal eine Lidschattenpalette drin. Das finde ich richtig krass, weil die auch irgendwie 48,90 kostet, ne? Und das sind die Töne, die wir hier drin enthalten haben. Und ich habe schon von so vielen Kolleginnen nur Positives von dieser Palette gehört, dass ich mir gedacht habe, okay Leute, die müssen wir uns definitiv mal genauer angucken. Dieses Schwarz ist kein klassisches mattes Schwarz. Es hat nämlich noch so ein bisschen Schimmer mit drin. Ansonsten haben wir hier auch sehr schöne kühle Töne mit am Start, ne? Das sind jetzt einfach mal die ersten vier Töne, die ich jetzt hier
euch einfach mal swatche in diesem Unboxing. Aber ihr habt sicherlich schon den ein oder anderen Look damit gesehen. Ach, das ist ein Topper. Das ist auch irgendwie schön, ne? Ich kann euch aber auch kommen. Ich habe Bock. Ich will noch mehr. Die anderen beiden Schimmertöne swatchen. Aber auch ein schönes Grau haben wir hier mit dabei. Ein schönes Hellblau. Also definitiv eine Palette, die ich mir sehr schön, oh mein Gott, was ist das für eine Farbe, für Weihnachtslooks und für kühle Winterlooks vorstellen kann. Die Qualität ist einfach hammermäßig von Linda Hauerberg, ne? Die hat Paletten, ich sag's euch, ich habe ja die Blommer Palette euch damals auch vorgestellt und da war ich schockiert, dass mir solche Töne, solche Bärentöne überhaupt stehen. Krass. Nein, das ist eine schöne Farbrange, oder? Mag ich sehr gerne leiden. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, was für Looks ich damit zaubern kann. Und ich habe immer noch so viel an meinen Finger. Das ist jetzt einmal der Adventskalender. Gespoilert zum Teil. Wir haben aber wirklich tolle Produkte drin. Hier musst du wirklich keine Probleme haben, außer beim Blush tatsächlich. Ob das halt farblich auch irgendwie zu deinem Teint passt oder ob das zu deinem Hauttypen passt, zu deinem Haartypen. Also da wurde wirklich auch darauf geachtet, dass Produkte drin sind, wo jeder, der den Adventskalender auspackt, sich jeden Tag freuen kann, das Produkt in den Händen zu halten, was er dann auspackt. Ne? Deswegen, also von meiner Warte aus, ist es ein definitives Go. Könnt ihr mir super krass vertrauen, wenn ihr meinen Geschmack so ein bisschen kennt und auch ein bisschen so meinen Vibe kennt, ne? Dass ihr dann auch so ein bisschen erahnen könnt, was sich daran verbergen könnte. Es sind gute Produkte und richtig gute Produkte, empfehlenswerte Sachen. Und wenn ihr auf der Suche nach einem schönen Mix-Adventskalender seid, ist der von Purish definitiv eine Empfehlung und einen Blick wert. Ich weiß nicht, was sonst noch so auf der Homepage gespoilert wird. Ich glaube, Color Wow wurde auch gespoilert, Nabla wurde gespoilert. Ich glaube, Mesauda Milano wurde auch gespoilert, ne? Und es sind so gute Marken drin, dass es halt nicht sich anfühlt, als hätte man irgendwie alles reingepackt, was irgendwie weg muss, sondern es sind Bestseller, es sind Lieblinge, es sind wirklich gute Produkte, die auch Kundenfavoriten sind, ne? Und das finde ich einfach auch bemerkenswert. Und das habe ich beim Unboxing halt auch mitbekommen, als ich die Produkte alle in den Händen gehalten habe. Und ja, deswegen von meiner Seite aus definitiv eine Empfehlung. Der Wert des Adventskalenders soll 370 Euro betragen. Und ich kann euch auch mal reinschreiben, was ich eben so ausgerechnet habe. Der ist schon ein Blick wert, Leute, ne? Ja, ihr Lieben, das war es ja auch schon von mir und meinem kleinen Spoiler-Video. Viel geredet, leider nicht ganz so viel gezeigt, aber das kommt noch. In einer Woche seht ihr alle Produkte und auf Instagram werde ich auch das ein oder andere Produkt euch noch spoilern. Genauso aber auch meine drei Kolleginnen, denen ihr natürlich auch super gerne folgen könnt. Und ja, sowohl Instagram als auch YouTube, da werdet ihr sehr, sehr viel Informationen noch erhalten. Und wenn ihr wollt, gerne in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch den Adventskalender-Link einmal reingesetzt, dass ihr euch den direkt auch sichern könnt, weil natürlich ist die Stückzahl begrenzt. Was weg ist, ist weg. Das wäre sie gewesen. Krass, ne? Ja, mein Arm ist bunt. Ich muss ihn gleich mal waschen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.